Huch. Und damit herzlich willkommen zurück bei Sternenfeld. Hier geht direkt die Party ab. Eieieiei. Oh Gott, alter Falter. Junge. Schön, dass du wieder dabei bist. So, weg mit dem Hund. Alter Falter. Junge. Oh, komm. Nicht mein Tag. Ja. Schauen wir mal. So. Wo ist sie? Ah, scheiße, ey. Ich dachte, wir könnten hier einen schönen, ja, ein kleiner Kratzer. Schön in Ruhe. Nicht blöd kommen. So. Ciao. Oh Gott, Alter, ich bin fast tot. So. Junge. Bloß nichts vergeuden. Ich wollte ja eigentlich die Sache noch eben zum Schiff bringen, ne? Ah. Oh. Gehen hier für eine Party ab? Alter, was gehen hier für eine Party ab? So, warte, ich nehme die jetzt mal mit. Ja, dann gehe ich mal eben zum Schiff noch. So, warte, ich gehe eben zum Schiff. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, ja, holst du mal schnell was zu trinken, ne? Und setze dich dann hier wieder, ne? Und machst du dann und hier pipapo, aber anscheinend. Was? Okay. Wo war denn das Schiff, sag mal? Da vorne. Ja, weil wir haben hier zu viel Stuff dabei, ne? Na, ich riskier's mal eben. Los, du schaffst das. Captain, hallo. Ja, hallo. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie hier... Ja. Und tschüss. So. So, einmal hier schon mal reinpacken. Alter, ich weiß, ich weiß nicht, wann ich das alles verkaufen soll. Oh, ich weiß es nicht. So, wir werden da jetzt auch eine Menge... noch eine Menge rausholen. So. Notizen machen wir mal wieder nach Gewicht. So. Das geht nicht, aber hier... Dann die Ressourcen. Damit wir wieder leere Taschen haben. Aber ich glaube, das wird nicht reichen, ne? Ja, ich glaube, das wird nicht reichen. Na, ah, fuck it, ey. Ah, das geht nicht, okay. Lal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 a. Ich meine, der Sam, der hat, den habe ich ja zum Glück nicht vollgepackt, weil ich genau wusste, dass sowas passieren wird. So. Sonst. Weißt du was? So. So. Die Minen. Ich weiß halt nicht. Kontaktgranate. Ja. Ne? Okay. Dann lass uns mal wieder reingehen. Einen besseren Start gibt's ja gar nicht, ne? Wie kann ich Ihnen dienen, Captain?
Einfach die Stellung halten, mein Lieber. Einfach die Stellung halten. Ja, von beiden Seiten kann man... Ich dachte, das wäre halt, ja, keine Ahnung, irgendein Special oder so, ne? So. Dass wir irgendwas da drin finden, aber anscheinend ja nicht. Welche Ausprägung der Konzerngier diese Fabrik wohl befriedigt? Ah. So, ich gehe mal rechts lang und dann gehe ich links lang, ne? Dass wir hier erstmal schauen. Hier haben wir noch einen Helm. Diese nice. Clowns sind nicht ganz dicht. Ich glaube auch nicht. So. Ja, vielleicht sollte ich aufhören, hier die Sachen mitzunehmen, ne? Meine Antwort darauf lautet nein. Ich kann's einfach nicht. Ich kann's einfach nicht. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich kann einfach nicht aufhören zu sammeln. Ich hoffe, ihr versteht das. Wenn nicht, ja, dann muss ich alleine damit leben. Was denn? Von wo? Warte mal. Jetzt kämpfen auch noch die Katzen gegeneinander. Ja, der ist irgendwo da hinten. Ja, wenn er nicht die ganze Zeit so rumlaufen würde. Ich glaube, der hat einen Schweißer oder so, ne? Na? Wir bringen dir jetzt mal Manieren bei. Ach so, ich brenne. Ach so. Sag das doch. Scheiße. Wo sind die hin? Da hinten ist er am Kraucheln. Na, sage mal. Hä? Hammer! Unglaublich. Unglaublich. Ja, hier haben wir einige Gegner. Hier haben wir einige Gegner. Hammer! Das tut weh. Willst du mich verarschen? So, ciao. Kann man nicht mal hier in Ruhe looten oder was ist los? Was ist die Phase? Hä? Was ist das? Greife Feind an! Oh nein. Die sind ja überall. So, ciao. Da müssen wir tatsächlich lang. Aber du weißt, das werden wir noch nicht machen. Zwischendurch mal schnell speichern, weil ich habe hier, ich habe keine Ahnung, ne? So. Was ist denn los mit den Katzen? Junge. Kann ich? Nein. Schade. Ja, ich könnte nicht. Ah. Einsteiger, okay. Den haben wir hier, der geht hier hin und den können wir, ne? So. Dann haben wir ihn hier. Den machen wir so und ihn machen wir so. So. Und bingo. Nice, noch ein Helm. Ja, war ein Helm. Können wir gut gebrauchen. Okay, da strömt Ekel strömt da. Okay, hier haben wir noch einen Automaten. 105 Credits. Das ist ja wohl... Das ist ja wohl echt ne? Das ist, Ich hab dafür keine Worte. Ich hab dafür keine Worte. 105 Credits für so einen Scheiß? So, zack, 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 zack. So. Oh, was ist das denn? Achso, die Shotty. Ah, okay, ja, die kennen wir ja bereits. Die haben wir schon mal gesehen. Oh. Der geht nicht.
Der geht auch nicht. Dann bleiben nur noch die. Der funktioniert so nicht. So nicht. Der funktioniert so auch nicht. So funktioniert er. Dann einmal hier. So, dann wäre das... Nee. So, und er hier. Jo. Perfekt. Eine Kryomine. Ja, guck. Ja, die Kryominen, die hätten wir schon längst mal ablegen können, ne? Weil... Die brauchen wir nicht. Bäh. Ekelig. Die brauchen wir echt nicht. Lalala, lalala, lalala. Terrabrew, Terrabrew. So. Alles meins. Schön hier. Echt schön hier. So, was haben wir hier noch im Spind drin? Schaumstoffbecher. So, und den können wir bestimmt, ne? Experte, okay, pass auf, der geht überall. Okay, da müssen wir jetzt echt schauen. Wir haben 3 einzelne. Ja, gehen ja nur die 3 einzelnen. Was anderes funktioniert nicht. Nee. Was anderes funktioniert nicht. So, der würde gehen. Der wäre hier. Der würde nicht gehen, der würde nicht gehen, der würde nicht gehen, der würde nicht gehen, der würde gehen. Ja, nur das Problem ist, wir haben keinen einzelnen mehr. Warte mal. Hä? Okay, pass auf. Der geht auf 2 Ebenen. Hier würde er gehen. So würde er nicht gehen. Also so würde er gehen. Der funktioniert auch. Der funktioniert nur hier. Dann wäre er... Weil macht ja keinen Sinn. Und ein Einzelner. So, der funktioniert nur hier. Der funktioniert nur hier. Der funktioniert bei beiden. Der funktioniert auch nur hier. Boah, das ist echt schwierig. Und wenn wir jetzt so machen. Und den machen wir so. Dann hätten wir hier den gesaved. Und den Einzelnen. Nur das Problem ist, wir haben da einen Dreier. Der geht da nicht. Der geht da auch nicht. Der würde da gehen, der würde da gehen. Der würde nicht gehen, also der ist schon mal raus. Der geht hier. Dann könnten wir theoretisch... Nee, das ist zu weit weg. Mist. Anders würde der nicht funktionieren, ne? Nee. Hätten wir da 2... Warte mal, so und dann er. Dann haben wir nämlich hier ein, so, ja, oh Gott. Ja, das ist schon echt schwierig manchmal, ne? Medipack, schwere Losaufhängung des Killers, kalibriert Eon, geil, nehme ich mit. Das ist manchmal echt schwierig, da musst du halt echt aufpassen, ne? Aber wenn ich einmal falsch, ja, dann ist halt, dann hast halt echt Pech gehabt. Okay. Hier haben wir auch noch Sachen. Was? Die Teller können wir nicht mitnehmen. Das ist ja. Die alten Ranzigen dürfen wir mitnehmen, aber die nicht, ne? Das ist ja echt eine Schweinerei. Das ist echt. Nee, finde ich nicht okay. So, Tabletts. Ja, wir verkaufen in Massen, ne? Wir verkaufen in Massen. Was war das denn? Popel? Oder was? Nimm das gute Zeug. Lass den Rest da. Ja, klar. Ja, nee. Ich. Hi. Ich weiß halt nicht, wo wir hier schon waren, wo wir nicht waren, ne? Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Mission. Nicht erfüllt. Das stimmt. Das hast du nicht.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem hier, diese Orientierung, ne? Ich glaube, ich muss mal gleich mal das Fenster zumachen. Es ist cold, baby, it's cold outside. I need you right there, baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside! Bleib hier! So. Hier haben wir nochmal was zum Knacken. Einsteiger. So, der würde funktionieren. Der würde auch funktionieren. Der würde aber nicht so funktionieren, der würde so funktionieren. Okay, den haben wir hier, dann haben wir den. Nee, der geht nicht. Der würde so gehen. Dann könnten wir. Nee, der geht auch nicht. Fuck. Der würde so gehen, dann haben wir hier zwei, da zwei. Aber das macht keinen Sinn. Nee, der geht auch gar nicht. Nee. Oh, Junge. Der geht da nicht. Der würde hier gehen, dann haben wir da zwei. Der würde aber so nicht gehen, der würde so gehen, ne? Jo. Okay. Und theoretisch so. Jo, danke dir. Sehr schön. Ah, ich freue mich doch über Geschenke. Ich bin froh, dass wir so viele Digi-Dietriche haben, weil bei Experte und Meister ist das manchmal echt tricky, ne? Das ist echt tricky. Das erfordert auch ein bisschen Geduld, ne? Also, falls es euch mal wieder nicht schnell genug ging, ne? Aber nochmal kurz warten. So. Oh, senkt dauerhaft den für Grafikbelegschaltung zu sich um 1%. Nice. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Nein, nicht hin. Oh Gott, ich hasse das. Ich hasse das. So. Das Gepär. Komm zu mir. Bei mir hast du es gut. So. Okay, hier haben wir noch so ein Pendel. Das nehme ich auch mit. Warte mal hier. Zack, 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 zack. Die können wir noch aufmachen. So, Notizblöcke. Ah. Man kann nie genug Notizblöcke und Notizbücher haben. Ne? Die sollte man immer stets bei sich tragen. So. Zack, zack. Und die Stifte kann ich nicht mitnehmen. Frechheit. So, ich glaube, dann hätten wir jetzt gleich ja alles, ne? Zumindest hier. Hier können wir nichts mitnehmen. Okay. Alles klärchen. Na. Dass man die Sachen auch mitnehmen kann, ne? 44. Okay. Hier geht's runter. Da, oh, nice. Well, hello, my friends. Sehr, sehr schön. So. Mal gleich mal wieder schnell speichern. Und zwar jetzt. Es ist ziemlich groß hier. Hier kamen wir runter. Hier dürfen wir noch nicht gewesen sein. Nee. Okay. Wir wissen ja, wo wir hin müssen, ne? Das ist ja das Gute. Deswegen können wir hier ganz, ganz unbeirrt die Sachen mitnehmen. Ich habe schon lange nicht meine Slate gefunden, was, wo Story erzählt wird, aber gut. So, Lehrling. Das macht hier Sinn. Der geht nicht. Der würde gehen. Hier würde gehen. Dann hätten wir da einen Zweier. Das wäre dann er hier. Okay, der würde gehen. Dann hätten wir da. Jo. Katsching. Jo. Sehr, sehr schön. Was steht da? Reminder. Run Daily Diagnostics. Okay. Was ist das?
Ein Bolzenschneider. Ein Bolzenschneider. Ein Bolzenschneider! So. Das kann ich auch mitnehmen. Ne, man muss nur zwischendurch mal ein bisschen lauter werden. Dann kriegt man die Sachen auch. Ne? So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich weiß noch, wo wir mal gesagt haben, ja, die Werkzeuge, die brauchen wir nicht mitnehmen. Und ja, was machen wir? Wir nehmen die Werkzeuge mit. Oh, hier ist ein Roboter. Das ist nicht gut. Wo ein Roboter ist, ist auch ein Computer. Aber nicht hier. Schalter. Ah. Ah, Emergency Wall. Okay, interessant. Ich weiß aber nicht, ob hier irgendwo noch einer lebt von denen, ne? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. So, hier waren wir ja bereits. Noch nicht. Gut, dann haben wir noch die große Mitte. Ich rate mal ins Blaue und sage, die Leute gehören nicht hierher. Ja, da hast du richtig geraten, my dear friend. Hier haben wir nichts. Nö. Gut, dann gehen wir mal hier oben drauf. Und machen mal hier, ne? Einmal aufräumen, bitte. Hier haben wir nichts mehr. So, was? Eine Riegelstange. Ah, okay. Sehr, sehr schön. Alles mitnehmen. Das kommt unserer Basis nur zugute. Und natürlich den Credits. Okay, das können wir nicht mitnehmen. Diese Stangen, wie viel wiegen die eigentlich? Ich glaube genug, ne? Da ist noch ein Safe, sehr schön. So. Einsteiger, okay. So, der würde funktionieren. Hier nicht, aber hier. Dann hätten wir hier einen 2 und einer, der müsste dann hier passen. Genau. So. Das würde passen. Das würde nicht passen. Der würde hier passen. Ne, warte mal. So würde er passen. Dann müsste er sich nochmal so drehen. Nice. Oh. Geil. Cool. Nehme ich mit. Wenn ihr das nicht mehr braucht, ne? Ah, 3,38. Okay. Ja, ich weiß, ich habe zu viel dabei. Ja, ich weiß. Nee, ich weiß. Aber was soll's? Helm. Episch. Ha! Mit episch. Mit sowas brauchst du uns gar nicht erstmal ankommen. So, warte mal, ich... Hoffentlich treibt Cora keinen Unfug. Ja. Soll ich dir vielleicht was abnehmen? Ja, ein bisschen wäre schon mal schön. Vielleicht einfach mal erstmal die Waffen. Ne? Ich glaube, das macht schon viel aus. Und hier. Und hier. Und die Helme. Und die Kleidung. Ja, sonst brauche ich erstmal nichts nehmen. Komm. Bis bald. Ich glaube, so... Ja, ich weiß nicht. Haben wir jetzt schon alles durchforscht? Hier waren wir noch nicht drin. Nee, hier hinten fehlt uns doch alles, ne? Nee, von hier hinten sind wir gekommen. Hier waren wir noch nicht drin. Zumindest nicht richtig. Okay. Ja, das ist hier sehr verwirrend, ne? Also, da kannst du gar nicht richtig gucken, wo du jetzt schon warst, wo du nicht warst. Du könntest natürlich mit dem Scanner gucken, wo noch Sachen sind. Hier zum Beispiel waren wir noch gar nicht drin. Ne? So. Können wir an den Computer? Fragte er und das Universum sagte ihm nein. So, hier haben wir noch ein paar Bücher. Zack, 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 zack.
Da noch so ein schwebender Globus. Ein Mikroskop. Hier sind auf jeden Fall viele Sachen, die wir für die Basis brauchen, ne? Außer jetzt abgesehen von den Ordnern und den Stiften hier. Aber so das ein oder andere Komponente, ne? Eine Dusche. So, haben wir jetzt alles hier fertig. Der Seite hatten wir alles, da waren wir. Oh, rely on each other. Schön. Hier oben waren wir drauf. Von da wären wir wahrscheinlich gekommen, hätten wir den anderen Eingang genommen, ne? Ich guck mal, ob hier oben irgendwas ist. Nein. Okay. Hier waren wir, genau. Auf der anderen Seite, da kommt man auch irgendwie hin, aber ich... Weil da ist ein Computer, aber ich weiß nicht wie. Ah. Das wird, glaube ich, für immer ein Rätsel bleiben. Weil hier ist nämlich auch eine Security Breach, aber... Secure Access. Huch, Hilfe. Hier waren wir. Okay, dann lass uns mal zum Artefakt gehen. Vielleicht kommen wir ja da irgendwie durch. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich glaube, große Sachen gibt es hier jetzt nicht. Mehr. So. Genau, und sonst waren wir hier überall. Jo. Einmal F5. Das ist auch wieder dieses, ne? Oh. Das macht radioaktiv, das macht Aua. Ich wollte eigentlich diese Blümchen hier, aber okay. Dann wollen wir mal. Oder kann ich das schon so rausnehmen? Nee. Gut. Gebe mir das Artefakt. Artefakt. Was entdeckt? Ja, siehst du doch hier. Okay, können wir noch nicht nehmen. Müssen wir noch mal ein bisschen hier, ne, noch mal ein bisschen bearbeiten. Einmal hier. Können wir es jetzt nehmen? Aber. So, hier noch mal. Da haben wir zwei auf einmal gefunden. Mega nice. So, jetzt aber. Aber. Ach so, so, ne? So, jetzt aber. Oh yeah, Baby, durch die Zeit. So. Das hätten wir dann auch. 2-1 Streich, mega gut. So, mehr hatten wir jetzt hier wirklich nicht, ne? Genau, da war das. Hier war der Übergang, da war das. Da kommen wir, das ist ein Security Access. Da kommen wir leider nicht durch. Ich weiß halt nicht, ob es hier irgendwo einen Computer gibt. Was? Flotten? Was für ein Müsli? Flotten irgendwas Müsli. Das ist noch eine Emergency Wall. Du, keine Ahnung. Macht halt keinen Sinn, ne? Macht halt echt keinen Sinn. Ja gut, dann lass uns raus. Raus die Maus, raus die Maus. Sind wir hier? Ja, ne?
Genau, den anderen Eingang, den hatten wir ja gerade schon gefunden, ne? Genau. Wann wird's denn hier mal Tag, sag mal? So. Bloß nie irgendwas vergeuden. Genau. So. Brenne, brenne Stadt. Gut. Ach, wir sind jetzt hier rausgekommen. Dann war das doch der andere Eingang. Ja, gut. Gut, alles klar. Ich denke mal, wir haben hier alles. Gebäude. Sonst haben wir nichts, was wir noch aufdecken können, ne? Gut, gut, alles klärchen. Abfahrt. Let's go. Was geht? Ja, freut mich auch immer, dich zu sehen, mein alter Freund. Mein alter Kumpane. Vesco war der war mit der Erste, ne? Dann mal los. Das ist immer gut, dass wir den noch dabei haben. Weil wenn dann Gegner kommen, ne, das haben wir ja jetzt öfter schon gemerkt, dass der dann draußen halt auch mitschießt. Das ist mega gut. Und Vesco, die kann... Kann man böse sein. Und jetzt sind wir im stabilen Orbit. Sehr schön. Alpha Centauri, genau. Ach, kann ich einfach so machen? Ach, guck mal, wusste ich gar nicht. Ah. Mega. Dann brauchen wir nicht mehr immer Zap drücken. Wahrscheinlich haben schon einige sich gedacht, mein Gott, warum drückt er denn immer Tab? Willkommen im UC-Raum. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während Sie deine Fracht scannen. Jo, Jemison. Dürfte nichts dabei sein. Alles abgeschlossen. Viel Spaß in New Atlantis. Siedler. Mule. Ich will mal so gucken, ne? Stormrider, Handel, Mule. Sonst haben wir hier nichts, ne? Galbank, Lil Mew. Nö. Gut. Ja, das, ne, da müssen wir zur Karte. Okay, alles klärchen. Befehlsmäßiges Lager? Okay. Ich würde gern erst nochmal ein paar Sachen verkaufen. Ja, ich würde gern... Ja, du weißt schon, ne? Du weißt schon, warum. Zumindest die Sachen, die wir jetzt dabei haben. Und ich brauche immer noch Titan. Ich muss zugeben, ich vermisse die alte Dame, New Atlantis. So, dann schauen wir mal, ob sie wieder ein bisschen Geld auf Tasche hat. Ah, guck mal, da vorne ist ja schon die Loge. Okay. Die Loge. Ja. Die Arbeit im Vertriebszentrum ist sehr lohnend. Wenn auch manchmal anstrengend. Ah, Johann, du Alter. Jo, mach mal hier wat pari. Ja, natürlich. Mach mal wat pari. So, kaufen wollen wir nicht. Wir wollen erstmal verkaufen. So, ciao. Da haben wir nichts. Das hat er. Notizen, ein paar Bücher haben wir noch. Nach Gewicht. So, tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Ressourcen nicht, aber sonstiges können wir nochmal hier, ne? Ciao. Ja, Marker und so Stifte. Ja, ich weiß. Ist aber, ne? Wenn man es auf eine Summe sieht, lohnt es sich schon. Und so viel Platz fressen die ja eigentlich auch nicht, ne? Meistens. So 0,1 oder 0,01, guck mal, ja. Ne? Deswegen. Sei nicht sauer, kleiner Zuschauer. So, ciao, 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 ciao. So, jetzt guck ich nochmal. Aus Schiffsinventar können wir auch nochmal verkaufen. Ich sollte gleich erstmal... Ne, ich sollte noch nicht hier draus verkaufen. Dietrich hier nehme ich mit, die 4. Ressourcen, gucken wir mal.
Hast du Titan für mich, Mädchen? Hast du Titan? Ne, Platin. Hast du nicht? Hast du nicht? Hast du nicht? Hast du nicht? Okay. So? Zurück ans Werk. Hm? Sam? Die Galaxie ist zu groß, um immer. Ja. Ich trage gerne alles. So? Dann gib mir nochmal deine Waffe. Obwohl, die wird sie sich, glaube ich, gar nicht mehr leisten können, ne? Ja, gib trotzdem mal her. Komm. Das nicht, das behalte ich mal. Oder das kann er mal behalten. Navigator. Hatte er nicht ein komplettes Set? Egal. Egal. So, her damit. Hier weiß ich. Davon haben wir, glaube ich, was. Okay. Auf Wiedersehen. Jo, ciao. Mal gucken, was er sich noch leisten kann. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Ja. Kann ich behilflich sein? Ja, so, du kannst doch mal was kaufen von mir. Hoffentlich wirst du... So. Hier, bitteschön, bitteschön. Das nicht. Bitteschön. Die kann sie sich noch leisten, jetzt kann sie sich gar nichts mehr leisten. Okay. Tschüss. Okay, gut. Wenn du noch was brauchst, komm vorbei. Ja. Ja, also... Puh, ey, du, ey. Momentan nicht, ne? Ich glaube, Titan müssen wir echt selber bauen. Hatten wir nicht mal Titan gehabt? Ah, ich weiß das gar nicht mehr. Oder war es bei No Man's Sky? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich gehe erst verkaufen, Leute. Ich gehe erst verkaufen. So. An dem können wir auch nochmal verkaufen. Also Handelsterminal und dann können wir nochmal ins Unterdeck, ne? Da können wir auch nochmal schauen. So. Wie das laufen. Oh, schnarch. Schnarch. Weißt du was? Nein? Warte mal, kann ich mit R eigentlich... Ich kann nicht wegstecken, ne? Ich wüsste auch nicht, wie es funktionieren würde. So, wir machen einfach jetzt eine Schnellreise. Grüße, Captain. Dann brauchen wir nicht jedes Mal hier, ne? Über. So. So. Verkaufen. Einmal du. Einmal du, einmal du, einmal du. Die kann er sich schon nicht mehr leisten. Dann du weg. 400. Kannst du dir hier 250. Den kannst du dir noch nehmen. Sonst. Ich kann nochmal hier gucken. Da hatten wir ja auch noch Gewicht. Genau, hier sowas. Ne? Tschüss. Oh, er hat nichts mehr. Okay. Prüfe dein Schiff alle paar Ladungen. Hey, wie kann ich dir helfen? Hat er neue Schiffe? Du findest sicher was. Ach. Ach nee. Ach nee. Ein Shieldbreaker, den kenne ich ja irgendwo her. Ich habe auch 5 Schiffe. Ah ja, Razor Leaf. Gefängnis-Shuttle. Ja, warum sollte ich die verkaufen? Ganz ehrlich. Ciao. So. Wohndistrikt. Mach mal hier. Dann gehen wir nach unten, dann sacken wir uns dann, dass wir so nach und nach, weil wir haben auch so viele Waffen im Frachtraum, dass wir so nach und nach die Sachen verkaufen. Das müssen wir echt tun. So. Weil sonst kommen wir überhaupt auf keinen Grünzweig. Klar, wir haben jetzt die ganze Zeit Missionen gemacht, ne? Das, da kommt und viel gesammelt. Ne?
Da kommt einiges zusammen. So, hier unten hätten wir auch noch ein paar Missionen, aber die machen wir jetzt nicht. Zack. Zack. So, pass auf. Security Office. Wir können einmal nochmal hier schauen. Bei Henrik findet man gar nichts. Da geht die gute Auswahl hin, um zu sterben. Lunge hier nicht rum, ja? Ja, ja. Ich mache immer gern Geschäfte. So, 1350, das ist nicht viel. Digi-Dietriche nehme ich alle 9 Stück. Ressourcen, Kommstation, Platine, da. So, verkaufen. Das kannst du dir noch leisten. 971. Das kannst du dir leisten. Sonst. Warte mal, wir haben hier noch. Ja, komm. Ciao und ciao. Was ist denn noch so schwer? Was haben wir denn noch? 147, was haben wir denn noch so? Hilfe? Weiß ich gar nicht. Hatten da. Ah, hier. Ciao, ciao und ciao. So. Ah, okay. Ah ja, die Ressourcen. Ja, wir haben die Ressourcen noch dabei. Ja, ja. Mach's gut. Naja, wir haben ja diese Ressourcen noch dabei. Da war ja was. So. Wenn du was brauchst, bessere Auswahl. Ja. Oh, Credits habe ich gekriegt. Für was denn? So, aus Schiffsinventar. Dann einmal Duvik. Die würde ich gerne behalten. Du kommst weg. Kodama, Nova Light. Das ist immer noch zu viel für dich. Nein. Rettungsakt, 2 Rettungsäxte, ciao. Ciao, 149 hat sie noch. Ich guck mal, was für sonstiges hier noch, ne? Dass wir hier nochmal. Okay, jetzt hat sie nicht. Jetzt hat sie kein Geld mehr. Okay, ciao. Wenn du noch etwas brauchst? Nein. Du weißt, wo wir sind. Naja, ich weiß. Ah, warte mal. Hey. Warte mal. In der Welt des Handels ist es gerne doch. Ja. Hast du noch ein paar Dietriche, sag mal? Nee, ne? Hast du momentan nicht. Ressourcen, Titan hast du auch nicht, ne? Scheiße, ey. Fuck. Hat mich sehr gefreut. Ich weiß nicht mehr, war das in Aquila City, wo die Steine verkauft haben, also oder da gab es einen Laden für irgendwie, keine Ahnung. Mann, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Gut. Neulich hatte jemand hier ist noch der Kollege. Ich habe überall, ja. Ganz in Ruhe. 1350. Ja, wir können hier sonstiges verkaufen, ne? Da können wir mal ein bisschen hier seine Credits auch noch nehmen. Ich möchte gerne, warum wir auch die ganze Zeit Titan suchen, für die Leute, die vielleicht gerade erst eingeschaltet haben. Ich erkläre das nochmal kurz. Wir wollen halt unser Außenposten wollen wir halt ein bisschen, ja, bisschen militärisch machen, weißt du, wie ich meine? Und das bedeutet halt, dass wir für den Wohnraum im Militärstil brauchen wir halt Titan. Wenn du noch was brauchst, ich bin hier. So, und bevor wir, aber das läuft darauf hinaus, dachten wir uns eigentlich, okay, pass auf, bevor wir jetzt irgendeinen Planeten ansteuern, da Titan mühsam sammeln, können wir das irgendwo aufkaufen. Weil wir jetzt die letzte Zeit die Ressourcen, die sie anbieten, alle aufgekauft haben. Für den Außenposten. Okay. Und das sollte ich generell mal machen, wenn wir, ich schau mal, was nach dem jetzt kommt.
dass wir vielleicht mal ein bisschen uns mit dem Außenposten beschäftigen. Schauen, wo wir Titanier kriegen, die Ressourcen aufkaufen, weißt du, und ein bisschen bauen. Ne? Weil wir haben ja auch noch ein paar Crewmitglieder, die wir, was mache ich denn hier? Die wir, ja, da halt besetzen müssen, ne? Und da das auch ein bisschen, ja, komplexer ist, auch mit dem Bilder, mit den Links und so, sollte man sich da schon eine Folge 2. Aber das hier ist ein kleines Paradies. Ne? Weit lassen, so. Wir haben uns Sorgen gemacht. Aktivieren. Ich bin neidisch auf euch zwei. Ja? War selber auf der Suche, aber kam mit leeren Händen zurück. Die könnten überall sein. Eingeschlossen in einem Fels oder bei einem ahnungslosen Ramschhändler schlummernd. Welche Spuren bist du denn gefolgt? Den Scans des Auges, aber du warst zuerst da. Da habe ich wohl gebummelt. Zu dumm. Hab gewonnen. 3 Artefakte zu 0. Ist das ein Wettkampf? Von mir aus? Klaro. Oh nein, fangt mir nicht so an. Wir sollen zusammenarbeiten, nicht rivalisieren. Etwas Rivalität hat noch nie geschadet. Sie spornt uns zu Bestleistungen an. Oder bringt nichts als Ärger. Das stimmt. Ärger, der eine Brutstätte für Misstrauen ist. Noelle hat recht. Tja, es gab schon den ein oder anderen Vorfall. Was meinst du? Etwas Konkurrenz schadet nicht, oder? Ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Pros und Kontras. Ich sehe das wie Noelle und Andrea. Wir sollten uns nicht gegenseitig schwächen. Ich gebe dann mein Bestes, wenn mir jemand den Sieg streitig machen will. Exakt. Schließlich sind wir alle Freunde. Warum sollten wir uns nicht gegenseitig zum Besten anspornen? Das stimmt. Du meinst wohl das beste Gebrüll. In der Loge halt es ziemlich nach. Ich mache lieber einen auf glückliche Familie. Oh. Es haben sich schon zu viele freundliche Rivalitäten in echte verwandelt. Wisst ihr was? Ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Unterhaltung an mich gerissen habe. Es geht hier um dich und Andrea und den Sieg für die Gruppe. Ich bin sehr gern Teil einer Debatte. Es war gut, eure Meinungen zu hören. Aber es stimmt, dass wir gemeinsam etwas erreicht haben. Vielen Dank für die Hilfe. Jo, kein Problem. Gleichfalls, ich würde gerne weiter gemeinsam umherziehen. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann, Andrea. Wenn du froh zu Hause sein, gleichfalls. Geht klar. Finden wir heraus, was es da draußen noch so gibt. Noelle, die neuen Artefakte haben interessante Daten zu bieten. Nein. Sag dem Neuling, wir treffen uns auf der Station. Ehrlich, Cora wird sich freuen. Danke, aber das war nicht nötig. Wir hatten Erfolg. Schade. Die besten Abenteuer haben wir leider alle schon erlebt, Sam. Kein Abenteuer? Naja, dann amüsieren wir uns eben einfach ein wenig. So, aktiver Begleiter, yes. So, was ist denn jetzt hier? Zeig mal Mission Haupt. Bleiben ja Daten aus den von mir zurückgebrachten Artefakten erhalten. Ich sollte mit ihm sprechen. Ja, das können wir mal machen, ne? Wir können ja mal mit ihm reden. So, warte. Dann machen wir es einfach. Wie einfach. Landeplatz. So. Reisen. Dann machen wir das noch kurz und dann würde ich die Aufnahme mal beenden. Ja, ich habe jetzt hier zu. Ich habe jetzt hier. Hallo. Ne? Ich sitze hier schon wieder zu lange dran. So. Abheben. Wir heben ab. So. Sehr schön. Let's go. Wo war nochmal das Auge? Weiß ich gar nicht mehr. Also klar, Raumstation, aber... Umlaufbahn programmiert. So. Ah, da ist es doch schon. Da ist das Auge. Landen. Nein! Nein. Mach. Wartet weg. Obwohl, warte mal, können wir nicht einfach. Oh Gott, ich hasse das. Oh, sieh dir diesen Ausblick an. So. Ne, machen wir einfach den hier. Geht doch schneller.
bevor wir uns jetzt hier wieder abquälen. Ich frage mich, wie viele Artefakte wir eigentlich finden müssen. Das frage ich mich. Weil wie viele hatten wir jetzt? Fünf? Fünf, sechs oder so? Dies ist Constellation Station LO-868. Willkommen an Bord. Jo, danke dir. Dann schauen wir mal, wo es uns dann hinführt. Hinführt. So, Luftschleusencheck und los. Ja, let's go. So, automatisch speichern. Guten Sehr Tag, schön. Captain. Jo. So, dann lass mal hören. Da die Artefakte in der pechschwarzen See nun kein bloßer Schaum der Hoffnung mehr sind, habe ich ein Muster entdeckt. Die Graf-Anomalie von einem der Artefakte? Passt zu einer anderen, größeren auf einem Planeten. Wie konnten wir das übersehen? Das ergibt keinen Sinn. Die Artefakte sind alle gleich groß. Das hier war eine Weile auf meiner Liste möglicher Artefaktstätten, aber es hat nicht ganz gepasst. Da wir jetzt mehr Artefakte besitzen, sind die Ähnlichkeiten eindeutig. Ah, okay. So gefällt mir das. Zeig mir die Richtung. In Ordnung. Ich übertrage die Daten. Aber bitte sei vorsichtig. Wir wissen nicht, worum es sich handelt oder warum es so groß ist. Ich grenze die Markierung ein, so gut es geht. Doch es gibt Interferenzen. Du musst das Gebiet also zu Fuß erkunden. Ah. Setz deinen Scanner ein. Keine Ahnung, was da ist. Halte die Augen offen. Ja, okay, ich habe ja nichts gesagt. Ich muss also den gesamten Planeten absuchen? Nein, du musst einfach dem Scanner zum richtigen Ziel folgen. Okay. Könnte eine Weile dauern. Aber so ist das nun mal mit der Forschung. Ja, hast du auch wieder recht. Etwas so Großes soll eigentlich leicht zu finden du sein, ne? Du suchst nach dem Auge eines gewaltigen Sturms. Oh. Um die Quelle zu finden, braucht es viel Geduld. Begib dich zum Planeten Procyon 3. Okay, dann machen wir das nochmal. Ne, wir haben ja noch ein bisschen, Zeit. So, Cockpit. Und dann schauen wir mal. So. Ja, ja. Oh, großer Gott. Und hier Pipapo, ne? So, raus. Na, guck mal, da waren wir auch noch nicht. Ah, da gibt's A und B. Wir sind frei. Es gibt so viel, aber wir müssen noch so viel erforschen. Ich beende das Let's Play nicht, bevor wir nicht alles erforscht haben. Das ist meine Ansage. Das ist mal echt eine Ansage, wa? Direkt am Ziel. Guter Sprung. So. Was haben wir hier? Tourbegleiter? Hier spricht Paradise Budget Tours. Einige Leute auf dem Schiff wollen mit einem richtigen Captain sprechen. Okay. Ich bin erstaunt, dass du antwortest. Darf ich die erste Frage stellen? Ich rede noch mit dem Captain. Hier legt die Reihenfolge für alle fest. Bist du bereit dafür? Das ist ein lustiges Trüppchen. Okay. Ich stehe gern Rede und Antwort. Ich fürchte, ich muss leider weiter. Ist vielleicht Zeitverschwendung, aber schieß los. Okay. Sehr hilfsbereit. Okay, wer ist dran? Erste Frage. Besteht das Leben eines Captains nur aus Nervenkitzel? Wie in dem Film, der Interceptor kehrt zurück? Ich glaube, ich muss Ich glaube, das ist die dümmste Frage, die ich je gehört habe. Gefährlich ist es, aber weitem nicht so glamourös. Ein Film über mich wäre noch fantastischer. Ja. Oh, ich hätte mir deutlich mehr Nervenkitzel erhofft. Der Captain hat bestimmt viel zu tun und keine Zeit, alle Fragen zu beantworten. Oh. Wenn du dir ein Schiff leisten kannst, bist du bestimmt reich. Bist du Single? Grundgütiger. ich verstehe nicht ganz, was sich das angeht. Sagen wir mal so, das Leben hat es gut mit mir gemeint. Ich bin Single und noch zu arm. Ein Schiff in Stand zu halten ist nicht billig, das stimmt. Ich komme über die Runde. Auch noch wortgewandt. Faszinierend. Letzte Frage. Wenn du die verdammten Politiker dazu bringen könntest, eine einzige Sache zu ändern, was wäre das? So,
Eine neue politische Führungsebene. Die aktuelle Politik ist unqualifiziert und leistet nichts. Das solltest du lieber an ihr anderen fragen. Das Problem ist, dass ein Großteil des Weltraums frei und dadurch niemand zuständig ist. Es müsste mehr Budget für die Sicherheit ausgegeben werden. Das stimmt. Du meinst Steuern? Zahle ich nicht schon genug? Hey, ich bin noch... Danke, Captain, für die willkommene Pause. Ja, kein Problem, gerne. Ich weiß, dass Captains in jedem Raumhafen jemanden haben. Jemand Besonderen. Für Amore oder... Darauf musst du nicht antworten. Ja, Amore. Oh, ich finde, der Captain muss diese Frage beantworten. Das wird lustig. Schön, euch alle kennenzulernen. Die Raumfahrt ist genauso, wie sie in den Lebensunterlagen sind, nur noch etwas pikanter. Entschuldigung, aber mit Fragen geht es nur mich etwas an. Ein dickes, fettes Nein. Ja. Wusste ich doch. Das war's. Geht zurück auf eure Plätze. Schaltet das Mikrofon aus. Du hast eine Engelsgeduld. Diese Gruppe ist recht energiegeladen. Hier sind ein paar Credits für dieses authentische Erlebnis. Ja, danke dir. Hier spricht der Captain. Es geht bald weiter zu unserem nächsten Ziel. In 5 Tagen sind wir in Neon. Gebt also noch nicht euer ganzes Geld aus. In 5 Tagen? Astral Lounge, ich komme! Meine Güte. Ah, herrlich. So, haben wir noch irgendwas hier? Nee, ne? Da hinten ist nichts. Nee, hier sind nur wir gerade. Und der einsame Planet. Zur Karte, okay. Scanner-Anomalie, Mining-Außenposten, Mining-Außenposten. Scannen. Oh Gott. Oh, hier ist ja einiges los. Gut, dann einmal dahin, ne? Für Amore. Oh, herrlich. Herrlich. Beginne Landezyklus. So, dann schauen wir noch mal von hier, so verlassen. Manche Menschen erleben sowas nie. Öffne den Handscanner und suche nach Verzerrungen in deinem Sichtfeld. Folge den Verzerrungen zur Quelle. Nie im Leben. So. Anomalie. Anomalie. Ah, ich sehe schon. Okay. Anomalie. Gebäude. Anomalie. Anomalie. Ja, gut. Alles klar. Das machen wir in der nächsten Aufnahmesession. Ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Grüß mich in Zukunft, John, ne? Macht es dir nicht allzu schwer. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder. Bis zur nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ich euch wieder ein bisschen hier, ne, in die Welt von Starfield entführen konnte. Bis dahin, ciao, ciao. Ich bin raus, euer Klaus. Ciao mit V und tschüss.